Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Kapitalism-Fans, herzlich willkommen zurück hier bei Nick Freud Zock, Kapitalism Lab. Wir wollen gucken, wie es hier weitergeht. Wir haben 4 Millionen auf dem Konto, wir machen 3,4 Millionen Profit im Jahr. Wir lassen es einfach mal laufen und dann gucken, was passiert. Ob wir mehr Profit machen oder ob es wieder bergab geht. Ja, es ist momentan nicht so leicht für uns hier. Der Schrei nach einem leichteren Spiel, den habe ich schon vernommen, aber noch läuft's. Wir sind noch nicht pleite. Wir gucken mal weiter, wenn wir pleite gehen, wie wir dann weitermachen. Sollte sich alles noch eingrooven, denke ich. Was mich ein bisschen, oder was mir komisch vorkommt, ist, dass unsere Brand fällt. Die fällt und fällt und fällt. Der hat so noch einmal hier, der nicht mal zweimal drin, nur noch einmal. Auch interessant. Aber der hat eine 91er Brand. Ich verstehe das nicht. So, wir gehen mit 250.000 gehen wir rein. Nicht gut, aber was willst du machen? So, ich glaube, hier sind wir auch irgendwo zu Gange. Ich schalte mich gerade mal durch meine Firmen. So, da kommen wir nämlich auch zu den Läden hier. Ich weiß gar nicht, machen wir... Ne, das ist doch der in der Stadt. Ja, da sind wir in der anderen Stadt. So, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir hier überhaupt weiter Werbung machen sollten. Wir sind eigentlich ganz gut im Geschäft, was Preis und Overall angeht. Und mit der Marke arbeiten wir uns langsam vor. Und der Preis, den können wir ein bisschen anheben dann eventuell sogar noch. Bin ich mal gespannt, wie uns das bekommt. Hier verdienen wir ordentlich Geld. Da können wir es uns eigentlich leisten, reinzubuttern. Weil also hier haben wir eine hohe Nachfrage. Da kriegen wir nicht so viele Produkte bei, wie wir verkaufen könnten. Hier haben wir auch eine hohe Nachfrage, kriegen auch nicht so viel bei, wie wir verkaufen könnten. Wir müssen eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, müssen wir eigentlich eine Fabrik aufbauen, die uns beliefert. Und das wird früher oder später zu einem Problem führen. So, die Kaugummis hier. Von denen müssen wir uns wohl trennen. Und da müssen wir mal ein bisschen Schulung hier reinbuttern. Weil wir könnten wahrscheinlich mehr einkaufen über die Einkaufsabteilung und damit auch mehr verkaufen. Wenn wir eine höhere Einkaufsabteilung hätten oder besser geschultes Personal hätten. Und dann könnten wir hier mehr Umsatz machen, dann würden wir eventuell sogar mit diesen Investitionen noch mehr Gewinn machen, wie wir den aktuell machen. Weil wir machen nicht viel Verlust. Wir hatten sogar bisher im Jahr 12.000, 13.000 plus. Also Profit. Lass mal gucken, ob wir die irgendwie geschult bekommen. So, die sind weg. Wir verlinken neu. Wir suchen uns jetzt mal ein Produkt. Ich mach mal... nee. Das ist genau das falsche Fenster dafür. Ich mach mal 0. So, die Zeit mal anhalten. Jetzt habe ich so einen allergischen Husten-Juckreiz in der Lunge. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, es wird gleich wieder besser. Sonst kriegen wir ein Problem. So, Isparta. Was wird denn hier in Isparta so geliefert? All Suppliers.
Super, es liefert uns nur noch der Hafen. Hier in der Stadt gibt es keine Fabrik, die irgendwas liefert. Erschreckend. Also hier vor Ort gibt es Zigaretten, die nicht von uns kommen. Leicht crazy ist es schon. Wir versuchen es mal mit Eier. Mal gucken, ob wir da irgendwie ins Geschäft kommen. So, wenn der Chewy Gum aus ist, also der Kaugummi, dann sollten die Eier nachziehen. Und dann müssen wir natürlich erstmal Preise bestimmen und alles. Da ist das dann auch wieder hinhaut. Momentan machen wir, ja, stagnieren ein bisschen, was die Umsätze angeht und die Gewinne. Wir haben halt die Werbekosten erhöht. Schwierig. Ich wollte gerade sagen, Alter, bitte, jetzt mach mal hin. Okay. Wir gehen preislich runter, kommen aber nicht an das Level von den anderen ran. Wir können nur versuchen, über den Preis ein bisschen was zu verkaufen. Weil der Preis relativ hoch eingeschätzt wird. Die Brand zählt so gut wie gar nichts. Die hat auch keiner. Die Qualität ist das Zweitwichtigste. Schwierig, 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 schwierig. Ich glaube, wir sollten den Einkauf direkt stoppen. Ich glaube, das wird nicht zum Erfolg führen. Mit den Eiern. So, Zigaretten werden mittlerweile mehr verkauft. Können wir schon fast wieder runternehmen hier. Lass mal gucken, wie sich das hier anlässt, ob wir mehr Umsatz machen. Ob eine Steigerung reinkommt oder nicht. Na, minimal. Minimal. Minimal gehen wir bergauf. Hier gehen wir richtig bergauf. Wem hat das richtig gut getan hier? Ja, und hier, das sieht schwach aus. Das sieht wirklich schwach aus. Also, bis wir die Eier hier los sind, da vergehen ja Jahrzehnte. Das ist ja nicht mehr normal. So, das könnten die ruhig auch mal da hochschieben. Rein von der Logik her kann das Lager hier durchaus leer werden. Dann können wir das hier reinschieben, dann können wir schon mal ein anderes Produkt raussuchen, was wir nach den Eiern verkaufen wollen. Ich verzweifle, suche nach Gewinn. Aber ich meine, es ist ja realistisch, ja. Wir leben in einer Welt, die ist absolut, wie soll ich sagen, also mit so einem Check24 zum Beispiel oder wie die alle heißen, diese ganzen Vergleichsportale. Die Welt ist so transparent geworden. Also fast so transparent wie hier. Versteht ihr? Wo man alles sieht. Über Userbewertungen siehst du die Qualität, du hast eine Brand im Kopf, du hast einen Preis im Kopf, du könntest einen Overall-Wert ausrechnen, rein theoretisch. Für die Produkte im Markt. Und das ist halt, ja, es ist halt so eine Geschichte, wo ich sage, also das ist schon fast so realistisch, da kannst du, deshalb heißt es wahrscheinlich auch Capitalism Lab, kannst du mit entsprechenden Einstellungen durchaus testen, wie du dich als Manager oder wie auch immer anstellen würdest in der Arbeitswelt. Und deshalb wird das ja auch an Hochschulen eingesetzt, zum Beispiel zum Lernen in Managementschulen.
wo dann die zukünftigen Manager Entscheidungen treffen müssen aufgrund ihrer Ausbildung, wie sie die Firma führen, wie viel sie da an Umsatz machen, wie viel Gewinn sie erzielen, wie die Ausbildungslevel laufen, welche Waren sie handeln und. Und das ist halt alles so eine Sache. Also auf dem Level, wo ich spiele, das ist schon knackig. Und du musst halt gucken, dass du es irgendwie hinkriegst. Und jetzt sehe ich, dass wir hier relativ wenig Eier verkaufen. Und wir wollen die loswerden, deshalb gehen wir mit einem Preis rein, der ist unschlagbar. So. Wir verkaufen die Eier mit Verlust, damit wir einen hohen Wert kriegen, weil wir sagen uns, bevor wir die vernichten, machen wir lieber einen kleinen Verlust dran und kriegen sie dafür los. Weil wenn ich die wegwarf, bin ich die 1,69 los. Wenn ich sie verkaufe, kriege ich davon wenigstens 99 Cent wieder. Das ist die Verlustbegrenzung, die ich hier sozusagen im Blick habe. Und der Preis ist wichtig, also verkaufen wir es raus. Was soll's? Komm schon, Firma, mach Gewinn. Wir brauchen mal 10, 15 Millionen. Ey. Dieses Rumgegurke hier auf dem ewig gleichen Stand ist mir langsam ein bisschen zu öde. Ich meine, ich habe noch andere Möglichkeiten. Ich weiß, was die Firma wert ist. Wir könnten auch alles verkaufen. Hätten dann irgendwas um die, keine Ahnung, 75, 80 Millionen. Und könnten damit anfangen, was komplett anderes aufzubauen. Ist alles drin, ja? Nur, ich weiß nicht, also ich würde gern Marktführer im Tabakgeschäft werden. Und im Tabakgeschäft Marktführer zu werden, das ist halt nicht so einfach. Und ich meine, wir sind's im Prinzip. Wir greifen Logic Logic an, wir haben eine gute Qualität, die ist viel besser wie die von Logic Logic. Wir bauen hier langsam eine Brand auf. Oder auch nicht, Klammer zu. Ah, wir machen hier Internet-Scheiße. Ja, warum sage ich Internet-Scheiße? Weil es einfach noch kein Geschäft ist. So, hier kriegen wir am meisten für unser Geld. Wir switchen um, dass wir hier mal Marke zusammenkriegen. Jesses, nee, ich habe ja das Gefühl, dass meine ganze Kohle, die ich da in die Werbung stecke, die verpufft ja im Internet. Ist ja nicht mehr normal. So, da haben wir 10.000 Einheiten, da haben wir durchgeschoben, was wir durchschieben konnten. Endlich mal, jetzt kann er die 1.833 auch noch da hochschieben. Und dann können wir endlich anfangen zu gucken, was wir stattdessen hier verkaufen. Wenn das nur mal durchschieben wird. Also manchmal würde ich gerne hier einen Knopf haben, wo ich einfach sagen kann, schieb doch mal rüber jetzt. Ja, weil es ist nervig. Da wird so eine Abteilung tagelang, monatelang, wochenlang wird die blockiert. All Cities, komm, wir müssen irgendwo müssen wir was Gutes finden. Das darf nicht wahr sein. Was Gutes finden ist für mich, ich brauche einen Overall-Wert, also einen In-Summe-Wert, der möglichst hoch ist. Ja super, die haben alle eine tolle Brand, aber nicht in der Stadt, wo wir hier sind. Hier gibt es keine Brand. Ich bin am Überlegen, qualitätsmäßig kommt's hin. Brand hat's halt keine.
Das hier verkaufen wir, glaube ich, hier schon, ne? Wie sieht's denn aus mit Cornflakes? Die sind relativ teuer, was den Transport angeht, was mir ein bisschen Angst macht. Was immer gehen sollte, ist Medikamente, also in dem Fall Hustensaft. Die Frage ist, die haben einen relativ kleinen Anteil vom Market Share. Die haben noch kaum eine Brand. Haben aber einen guten Preis. Der hat nicht so die Quality. Wir probieren es mal. Gucken, was daraus wird. Normalerweise müssten wir hier eine Preisabsprache oder sowas haben. Wenn die Eier durchverkauft sind, sehen wir es. Oh, wir machen einen leichten Verlust. Warum das? Weil hier sehe ich keinen Verlust. Ich weiß nicht, wie der auf die Idee kommt, dass wir Verlust machen. So, wir sind mittlerweile bei 11 Dollar die Aktie angekommen. Wo ist denn unser Laden? Irgendwie habe ich ihn aus den Augen verloren, unseren Laden. Bin ich blind? Da! Gott! Ich sehe unser eigenes Geschäft nicht mehr. So, wie viel haben wir noch auf Lager? Komm, hau raus, die Scheiße. Will sie endlich loswerden, die Eier da. Auch kein Mensch. Ja, Price Agreement. Also, wir machen hier einen guten Schnitt. Wir haben dem seine Werbung mit drin. Wir haben seinen Preis mit drin. Wenn wir Glück haben, erhöht er den Preis, also den normalen. Wenn er den Marktanteil ausbaut, dank unserem Abverkauf hier. Ich meine, über einen Dollar da dran, das sollte doch Gewinn bringen normalerweise. Bitter. Das muss doch gehen. Wieso haben wir hier immer noch eine 6er Brand? Wollen die mich eigentlich schicken? Pump Kohle in die Werbung und Kohle in die Werbung und Kohle in die Werbung und ich habe sogar umgestellt, dass wir hier in der Stadt massiv besser Werbung machen sollten. Und es tut sich nada. Nix tut sich. Jetzt geht's mal ein bisschen voran. Aber das ist verdammt teuer. Das macht direkt miese. Deshalb wäre es schick, wenn wir hiervon was verkaufen würden. Warum verkaufen wir hiervon nichts? Sind wir zu teuer? Qualität ist zu beschissen. Qualität 35% ist einfach zu beschissen. Wir hätten Sauderlein nehmen sollen. Aber es müsste eigentlich eine bessere Qualität vorrätig sein. Ich verstehe es nicht. Ich komme mir irgendwie betrogen vor. Ja, ich kann jetzt nicht umstellen. Ich muss dann, wenn muss ich stoppen. Weil die sind doch bombig im Geschäft, das verstehe ich nicht. Der hier hat das bessere Produkt und den kleinsten Marktanteil. Woran liegt das? Preis zu hoch, Marke zu gering? Ist aber in meinen Augen der Newcomer. Also, wir stoppen. Und hoffen, dass wir den Kram schnell loswerden. Ja, wir verkaufen einfach nicht viel davon. Ich weiß nicht, wo das Problem liegt.
Ich hab das Gefühl, wir angeln und suchen und machen und tun. Ich bin kurz davor, einen kompletten Schnitt zu machen. Wirklich, einen kompletten Schnitt zu machen. Und zu sagen, scheiß drauf. Ich meine, wir müssen es irgendwie schaffen, Geld zu verdienen. Das ist die Aufgabe hier in dem Spiel. Es ist nicht die Aufgabe von mir, mich an diesen Zigaretten festzuklammern. Es ist nicht die Aufgabe von mir. Das habe ich gesucht. Es ist nicht die Aufgabe von mir, irgendeinen Blödsinn zu machen. Meine einzige Aufgabe ist es, Geld zu verdienen in diesem Spiel. Je mehr, je besser. Ich verstehe nicht, hier verdienen wir sogar einigermaßen ordentlich und haben eine 5er Brand und wissen gar nicht von wo. Wahrscheinlich aus dem Internet-Werbegedöns, was wir gemacht haben. Also die Internetwerbung funktioniert. So viel steht schon mal fest. Sonst hätten die beiden Marken hier keine Brand, aber sie haben einfach nicht genug. Darum geht's. So, Chewgum hat seine Preisdifferenz erhöht. Können wir hier ganz gut mit leben. Wir machen hier leichten Gewinn. Wenigstens das. So, wie sieht's denn hier aus mit den Tempeln? Haben die mal die Preise angepasst? 26,9 und 22,12. Super. Ist halt bei Immobilien, ich finde das extrem nervig. Also eigentlich, wir müssten dort einen Preis einstellen können. Das müsste die neue Miete sein. Ich weiß nicht, warum die so zaghaft nach oben geht. Was machen denn hier die Umsätze? Kauft noch einer? Wahrscheinlich nicht. Können die Trainings eigentlich mal runterfahren? Spart Geld. Wir bräuchten noch so einen Laden. Der läuft total leer. Wir könnten Mengen mehr Zigaretten verkaufen. So, wer merchert? Ah, super, kommt bald ein neuer Konkurrent auf den Markt, der bringt wieder einen Arsch voll Kohle mit. Und macht uns weiter Probleme. Was, hier könnten wir bauen? Eine Fabrik? Ernsthaft? Mit dem Geld, was wir haben, könnten wir hier eine Fabrik bauen. Ernsthaft? Mach ich Verluste oder warum geht das wieder weg? Träge fällig wieder in die Positivzone. Wir bauen die jetzt einfach. Ich muss ja irgendwie Zigaretten produzieren. Ich kann ja machen, was ich will. Ich habe keine Chance. Purchasing. Und jetzt wird es so teuer, das kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir keine Manufacturing-Einheit leisten, weil dann haben wir Minus. Es ist einfach, es ist zum Mäusemelken. Wir kommen nicht drum rum, ein wenig Geld zu leihen. Bei der tollen Bank. Dann hätte ich auch gleich groß bauen können. So, das Einzige, was meine Hoffnung ist, ist einfach die Tatsache, dass wir es schaffen, hiermit direkt Kohle zu verdienen. So, wir suchen Papier. Paper. So, ganz viele Häfen haben wir. Wir suchen die beste Qualität an Papier, die wir finden können. Das ist die hier. Kostet 37, kostet 60. Ist mir egal. Bestes Papier, was wir kriegen können. Dann machen wir hier eine Inventory-Einheit hin. Dann machen wir hier eine Sales-Einheit hin und eine Sales-Einheit hin und packen hier alles drauf. Und gehen dann hier nach außen. Jetzt können wir die Zeit wieder laufen lassen. Und jetzt müsste er eigentlich anfangen, Zigaretten zu produzieren. Tut er auch. Und das ist natürlich intern, wie das von uns verlangt wurde. So, und wir verlangen dafür 95 Cent, ernsthaft. Nicht mehr.
Also ich würde sagen, wir gehen jetzt mal auf den Preis von 1,13. Minimum 1,13. So, und dann lassen wir das Ganze mal proben. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Da kommen natürlich sofort Klienten und es ist eine unheimlich große Nachfrage. Wer kauft bei uns? Sehr schön. Andere Firmen kaufen bei uns. Wir machen Geld. So schnell können wir gar nicht produzieren, wie die kaufen. Deshalb gehen wir in die Ausbildung unseres Personals in der Hoffnung, dass wir da ein bisschen erfolgreicher produzieren und verkaufen können. Alter, Einkauf! Hol Zeug bei! Ja, jetzt haben wir wieder 6,3 Millionen. Und gehen direkt mal in die Finanzen und zahlen direkt mal zurück, was wir zurückzahlen können. Ich denke mal, so eine Million behalten wir uns grob übrig. Nicht, dass uns die Fixkosten irgendwo auffressen und dann haben wir weniger Zahlungen. So, Aktienkurs ist wieder leicht gefallen. Eigentlich können wir das mal ein bisschen teurer machen. Weil da kauft ja hauptsächlich die Konkurrenz. Wichtig ist, dass dann auch hier mehr Tabak rauskommt. Welche Auswirkungen hat das Ganze auf unsere Dominanz? Boah, Leute, ich bin so abgrundtief müde. Keine Ahnung, woran das liegt. Wo ist unser Geschäft? Da, gut versteckt hinterm Haus. Ja, wir machen hier ordentlich Verlust, weil wir hier ganz schön reinpumpen in die Marke. Wir haben unser Budget hochgesetzt. Guckt euch das mal an. Das gibt's doch nicht. Also, so langsam habe ich den Eindruck, das Spiel ist buggy. Wie heißt unsere Stadt? So, er macht hier Werbung für Socken, er macht hier Werbung für HiFi, er macht hier Werbung für Illustration Software, er macht hier Werbung für Wein. Im Internet macht er Werbung für Zigaretten mit 400.000. Okay, wir stellen sofort um. Wir suchen uns die Firma, die den höchsten Anteil hat. Das ist die hier. Und pumpen hier 600.000 rein. 300.000 für das und 300.000 fürs andere. Und stampfen ansonsten jegliches Werbebudget ein. Alter, Firmen. Retail macht sogar Plus. Und unterm Strich macht Retail sogar Plus. Weil der Laden hier, der verdient 440.000. So, jetzt gucken wir mal hier. Wir machen hier Werbung. Stop. Nehmen die komplett raus.
Isparta, das gleiche. Stop. Nehmen die komplett raus. Da könnte man ein bisschen mehr verkaufen hier. Der quält sich jetzt mit dem Bestand, den wir schon Ewigkeiten haben, hier rum und es geht nichts voran. So, das heißt, das hier ist unsere Werbezentrale. Nee, ist sie nicht. Hä? Ey, welchen Laden habe ich denn jetzt? Welchem Laden habe ich denn jetzt die Werbung weggenommen? Ich habe jedem Laden die Werbung weggenommen. Ja, das kann ja nicht sein. Bei dem wollen wir Werbung machen mit allem, was wir haben. Für die beiden Dinge. So, und das werden wir auch weiter anpassen. Das heißt, sobald wir hochgehen können, gehen wir auch hoch. Wir pumpen hier, nur hier gelten die Werbung. Die dafür in die Internetwerbung, in der Hoffnung, dass wir dem dann mal ein bisschen das Wasser abgraben können. Es ist ja pervers, ist das ja, was der da fabriziert. Hat der zum richtigen Zeitpunkt umgestellt, wahrscheinlich auf Internetwerbung. Der kann eigentlich auch nicht mehr investieren wie wir. Das heißt, wir sind ziemlich pari pari. Das heißt, wir müssten es zumindest eingefrieren können. Alter, ich will mehr Geld investieren. Nehmt gefälligst mehr Kohle von mir an. Das gibt's doch nicht. Die treiben mich pur in den Wahnsinn, ne? Ich butter Kohle, 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 Kohle und Kohle da rein, um meine Brand zu steigern. Und der macht easygoing 92% so nebenbei. Kostet die nicht so viel wie mich. Und meine Marke fällt und fällt und fällt und fällt. Und das nervt mich. Ich weiß gar nicht, wie sehr mich das nervt. Es wirkt auf mich buggy. Dass hier die Preise nicht angepasst werden, endlich mal gescheit. Dass die Internetwerbung oder generell die Werbung hier, ich kann machen, was ich will, ich krieg meine Marke nicht hoch, egal wie viel Millionen ich investiere, es spielt keine Rolle. Komm, ich müsste doch wenigstens hier Gewinn machen. Wie kann das sein, dass ich in dem Laden hier Verlust mache? Kaufen alle Zigaretten, die ich liefere und wir machen Verlust. Das kann doch nicht sein. Also, bin kurz davor, mich aus diesem Markt hier komplett zurückzuziehen und zu sagen, wisst ihr was, macht euren Scheiß gerade allein, um mir ein neues Spielfeld zu suchen. Ich meine, solange wir Gewinn machen, ist hier alles gut. Also wenn ich einen Discount fahre von 5%, also ich kann einen Haufen Kohle machen, indem ich so ein bisschen Aktien release, weil wir mittlerweile bei 11 Dollar noch was stehen. Kann ich hier mein Geld verlangen?
So, ich will diese blöden Zinsen wieder loswerden, die mich langsam aber sicher nerven. Wichtig ist, der Aktienkurs geht hoch. Wichtig ist, wir verdienen wieder ein bisschen Geld. Wir konnten eine zweite Fabrik bauen, die hoffentlich auch irgendwann mal wieder Gewinn bringt. Keine Ahnung, warum die sich da so schwer tut zurzeit. Wahrscheinlich wegen den Ausbildungskosten. Trainingskosten von 35.000 im Monat sind halt kein Pappenstiel. Aber ich meine, hallo, wir machen doch 81.000 Einnahmen. Das geht alles drauf und da bleiben nur 1.000 Euro übrig. Ernsthaft? Was ist das hier für ein komisches Geschäft? Macht keine Werbung und nix. So, mal gucken, was passiert, wenn wir 3 Sales-Einheiten machen. Ob wir es dann vielleicht schaffen, Gewinn zu machen. Vielleicht ist es ja die Lagereinheit, die uns Geld kostet und gar nicht gebraucht wird. Läuft überhaupt die Zeit? Ich habe das Gefühl, die läuft gar nicht. So, die große Frage, die sich mir stellt, ist, was macht unsere Marke? Steigt sie oder steigt sie nicht? Das ist hier die Frage. Sie steigt wieder etwas. Wird doch Zeit, dass die mal wieder hochgeht. Wir machen in allen Städten jetzt Werbung. Was sich natürlich für alle Städte positiv auswirkt. Und deshalb habe ich das auch so gemacht, wie ich es hier gemacht habe. Nämlich ein Geschäft, was Internetwerbung macht und dafür ordentlich reinbuttert, was immer geht. Ich bin bereit, bis zu 500.000 für Zigarren und 500.000 für Zigarettenwerbung zu bezahlen im Internet. Weil es meine Marken anhebt, und zwar weltweit. Und das macht mehr Umsatz, macht mehr Absatz, macht mehr Verkauf, macht mehr Gewinn. So, Poor Treasure kauft Shining Star oder so oder ist pleite. Ich blick das nicht so ganz, was dieses Zusammenschließen von denen genau bedeutet immer. Da müsste ich jetzt ganz tief drin sein und müsste fundamentalste Analysen machen. Schaffen die es gerade, die Inflation zu senken? Oder so? So, wieso habe ich im Vormonat so einen hohen Gewinn und jetzt im Dezember fange ich direkt mal rot an? Das sind so die Momente, wo ich sage, das verstehe ich nicht. Ich bezahle doch meine Schulden zurück. Ich müsste doch mehr Geld verdienen. So, hier steigt langsam der Mietpreis. Wir sind immer noch 100% ausgebucht. Also falls ich Kohle habe, um einen weiteren Wohnblock zu bauen, baue ich einen weiteren Wohnblock, weil das sichere Einnahmequellen sind. Ja? Die verdienen mir meine Kohle nebenher, ohne dass ich mich groß anstrengen muss. Der Preis wird automatisch angepasst, das Geld wird automatisch verdient. Das ist eigentlich das ideale Geschäft. So, 500.000. Zahlen wir sie zurück. Oder gehen wir um, weil wir einfach keinen Gewinn machen? Was ist los? Warum macht ihr keinen Gewinn? Wir haben Dezember, wir müssten noch Geld verdienen. Versteh's nicht. Oh, wir haben da oben die Einheit tatsächlich leer gemacht. Das ist ja pures Wahnsinn. Wir haben eine Tabakum-Einheit leer gemacht. Ich weiß, es ist jetzt ein harter Kampf.
wieder auf den grünen Zweig zu kommen, aber. Wenn alle Stricke reißen, verkaufen wir alles und suchen uns eine neues Beschäftigungsfeld. Dann verfallen halt unsere Marken, unsere Forschung. Die können wir dann, eventuell können wir die Forschung dann sogar noch verkaufen. Weil da sind wir ja eigentlich ganz gut. Also was die Zigaretten angeht, machen wir einen großen Qualitätssprung. Mit der Runterwertung. Also, ich bin mal gespannt, wie das Ganze weitergeht. So, aber ich bin hier, glaube ich, erstmal raus. Wir machen mal Pause. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Wir gehen mal aufs Firmengelände hier hoch und gucken mal, dass wir da vielleicht auch einen schönen Screenshot hinkriegen für unser Video-Thumbnail. Und ich sage an der Stelle einfach mal danke fürs Zuschauen. Noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye-bye.